nicht, ist eine Lüftungstechnik. Ha. So, dann würde ich mal sagen, let's get to my office and put a tape in the recorder. Erster Stock. Was? So. Vom ersten Stock. What? So, you're heading into Nygaard's tape, are you? I strongly suggest you don't. You're not equipped, not strong enough. He'll kill you. And that's my job. Wunderbar, ganz toll. Ja, das ist auch wirklich ein äußerst dubioser Typ irgendwie. Ich werde aus dem auch nicht schlauer. Was, wer ist er irgendwie? Also er scheint ja immer zu wissen, wo wir sind. Und er hat definitiv irgendwas gegen uns, um es mal ganz salopp auszudrücken. So who was Max working for? And what were they doing with those chemicals? We're about to find out. I never liked that guy. Watch yourself around him. Na toll. Na super. Once more onto the breach. I'll hold down the fort. Noch einmal bis zum Bruch. Na toll. Schauen wir mal, was mit Max nicht stimmt. Irgendwie, was mit uns nicht stimmt. Das ist doch ohne normal, was wir jetzt hier machen. Züge, okay. Okay. Stuart. Ach, hey. Whoop. Okay. Whoop. Und hier ist das Gerät. Why do you even want to record this? What's in it for you? Blackmail? Never. Mr. Nygaard, if you're not comfortable being recorded, I'll turn it right off. No, I got nothing to hide. We're here for the truth, right? Court-ordered truth, right? Yes, the court did mandate these sessions, but this is a place where we'll work on healing. And generally speaking, the truth is good for that. Yeah. Also er hat ja schon gesagt, Therapie fände er auch nicht so geil. Also, es ist auch echt krass, da irgendwie so einen jähzornigen Typen zu haben, irgendwie, der sich halt überhaupt ja nicht unter Kontrolle hat. So, das wartet ja gleich wieder. Ich bin so scheiße hier im Springen. Ah, hier ist das ST. Warum Züge, was fragt? Alice says. Alice is your ex-wife. She's my wife. I didn't sign no paper that says otherwise. Na, ist ja super. Okay, wir haben auch anscheinend so ein bisschen Probleme mit der, damit die Realität zu akzeptieren. Toll. Wirklich sehr begeistert von dem Spiel, muss ich sagen. Und wie Benny hatte ja mir das mal so ein bisschen so als so nach dem Motto, hey, du spielst mal als nächstes das Spiel, das hat schön viele Jumpscares. Wird er mich schön leiden sehen. Aber ich muss sagen, Benny, ich bin dir dankbar, dass du mir das hier auf den Tisch gepackt hast, irgendwie, weil bis jetzt, muss ich sagen, ist jetzt super. Everybody's trying to upend my life here. Trying to ruin my marriage. Take my kid away and turn her against me. Next is what? You want to take away my rights? My freedom? Tell you what, why don't you give me them pills you're probably paid to give out, and I'll pretend like I take them, so I can go home. I'm a therapist, Max, not a psychiatrist. I don't prescribe medication. I am here to help. No. Hm.
Hat das eigentlich irgendeine Konsequenz, wenn ich hier öfters sterbe? Ja! Ah! Also, nicht, dass ich es forcieren möchte jetzt. Seems like there's no escape. Schleife anscheinend blöd angestellt. Großartig. Kennt ihr das eigentlich auch, wenn ihr so Plattformer spielt? Und na, da folgt mich ja nachher schon auf den Weg zurück. Das wird ja super. Das wird ja geil. Wenn man da soziale Gesichtsgulasch bekommt, irgendwie, sobald man irgendwie versucht, da irgendwie so irgendwo hochzuspringen. Ich bin auf jeden Fall so ein Typ. We can work our way around to talking about Alice later. Tell me, how do you feel about your work at the quarry? Quarry's dead. Meyer bought up all that land. I drive for them now. Not that it makes any difference. Driving is driving. Gotta help them deliver some big shipment one of these nights, and they're being all secretive about it. But I don't care what the job is, I'll do it. Use the money to pay for my little girl's college, cause guess what? I am a good father, despite what they say. Ja, ist immer krass, ne? Dass halt natürlich die Leute da, auch viele Leute, die dieses Problem haben, immer auch erstmal die Schuld bei anderen sehen. Das sind immer die anderen Schuld, ne? Die anderen haben mir das Kind weggenommen, irgendwie. Ich hab mich da total richtig verhalten. Ich meine, er ist mit einem scheiß Auto durch die Wand seiner Tochter gefahren. Also. Er soll froh sein, dass er im Knast gelandet ist. Okay. Na dann. Ab in Max' Psyche. Yeah, I'm a goddamn cowboy. Schön. Ach cool, halt. Mucke geil. Optik geil. Ist ja, die gefällt mir die Welt. Finde ich schön. Nice. Na und schon. Schlage ich mir den Staub von meinen Hosen und schau nach, wo ich den nächsten Whisky herbekomme. So, und wir gucken mal erstmal kurz, was wir hier im direkten Umfeld haben. Scheint ein bisschen weiter weg zu sein. Also, dass die Glas... Oh, da vorne ist nee. Dass die Glasscherbe so elementar in diesem Spiel ist, ist halt auch echt geil. Was ist denn das alles? Warum war das grün? Oder ist das? Okay, ja, ist wirklich alles ein bisschen weiter weg. Ich glaube, da vorne sind Feinde. Kann ich mich eigentlich auch ransneaken? Gibt das eigentlich auch Stealth-Angriffe? Komm ich. Die sind durch Dunkelheit geschützt, oder? Ach du Scheiße, ey. Na. Okay, cool. Was ist denn das? Ach, eine Chipstüte. Das ist wie so eine Geldbörse. So, so eine Altfrauen-Geldbörse. What? Hier ist das Telefon. Hallo? Telefon für mich. Wichtiger Anruf. You're going to be bullheaded, so be it. You won't find the answers you seek inside this rundown disaster, but if you insist, you're gonna have to learn to be mad. It's a play on words. You'll get it. Bob, Sie sind ein netter Kerl, aber wenn Sie noch mal jemanden in den Steinbruch lassen, ohne zuerst seine Legitimation zu prüfen, werde ich persönlich dafür sorgen, dass Sie in dieser Stadt nie wieder Arbeit finden. Oh toll. Dieser ehemalige Mitarbeiter, den Sie reingelassen haben, hat unsere gesamte Operation in Gefahr gebracht. Ganz zu schweigen von dem Sachschaden, den er mit seinem waghalsigen Faxen angerichtet hat. Und für den wir Ihnen diesen Monat das Gehalt erheblich kürzen werden. Keine weiteren Fehler. Es Hill. Oh. Kennst du eine Person, die...
diesen Namen trägt. Ja, da weht aber ein ganz eisiger Wind durch den Arbeitsvertrag, möchte ich meinen. Da muss man aufpassen. So, ein bisschen Moon eingepackt. Oha, oha. Oha. Alte Fabrik. Was haben wir denn noch hier? Zugdepot. Östliche Eisenbahn. Was ist das hier? Steinbruch. Ach du Scheiße. Giftmülllagerung. Na, gute Nacht, Marie. Na, das wird ja schau. Das wird ja schau. So, hier haben wir einen Zettel. Bob. Einige dieser Fässer sind von einem Lieferwagen gefallen, als er versehentlich das Eingangstor gerammt hat. Bewachen Sie sie, bis einer unserer Männer sie abholen kommt. Seien Sie extrem vorsichtig im Umgang mit diesen Dingern. Ein Funke in der Nähe dieser Fässer und Ihnen fliegt alles um die Ohren. Ja, nö. Bin ich vorsichtig. Da passe ich auf. So, können wir hier noch ein bisschen... Warte mal, wirklich... Gibt es da hinten was? Hör mal kurz hin. Hier mal ein Abstecher. Ja, oh. Haben wir hier? Schrotflintmunition, das ist doch geil. Und hier drüben haben wir Lensflares. Ah, okay. Ich muss mir mal wirklich den Soundtrack kaufen danach irgendwie. Also der ist ja wohl... Mann. Ich weiß nicht, ich erhole mich leider ein bisschen, aber ich feiere den wirklich hart, wie Benny sagen würde. Oh, was ist das? Und hier nochmal eine Lance-Flare. Gut, dann gehen wir nochmal rein. Können wir hier noch irgendwo rein? Können wir da rauf? Nope. Na, das wird wahrscheinlich jetzt nicht so die große Relevanz hier haben. Oh, und hier ist noch was. Der Steinbruch liegt auf der Rückseite. Tu uns einen Gefallen und stürz dich mit dem Kopf voran hinein. Oh, und falls du Max dort siehst, grüß ihn von mir. Wie heißt dieser Typ eigentlich? Wie heißt dieser Typ? Und was hat der damit zu tun? Was? Ist der Drahtzieher von allen? Alte Fabrik. Ach, geil. Irgendwie, wie gesagt, ich hab's auch schon mal, das eh nur einmal erwähnt, aber es erinnert mich wirklich doch sehr an... Fallout ein bisschen. In dem Falle ist es jetzt, What? Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr es über Kopfhörer gehört habt, oder das Spiel über Kopfhörer guckt, aber habt ihr den Sound gehört? Das war ja krass. Da gehe ich nicht hin. Nope. Ja, das erinnert mich irgendwie so an Fallout New Vegas irgendwie. Ja. Zack. Voll. Ja, Schrotflintmunition, sehr geil. Okay, nebenan können wir irgendwie rein. Licht wird. So, kurz noch mal ein bisschen die Lage hier sondieren. Mal schauen, was wir hier noch finden. Okay, oben gibt es eine Menge. Ey, wenn ihr irgendwie mal eine Ahnung habt, um was jetzt, oder wenn ihr schon irgendwie eine Theorie habt, um was es gehen könnte, irgendwie haut's mal unten in die Kommentare bitte rein. Weil ich bin wirklich noch echt... Ich hab noch ja keine Ahnung. Ich meine, also man merkt halt schon, okay, alle Fälle sind irgendwie miteinander verwoben. Ja? Und ich sag mal, mit mir als Psychiater muss ja auch irgendwas nicht stimmen. Aber was hat das jetzt hier mit dieser, mit den Meyer Pharmaceutical zu tun? Die sind ja anscheinend irgendwie der Umbrella von dem Spiel hier. Und zwar, oh, was haben wir hier? Oh, Schubsen. Wo soll der hin? Was? Oh. Gab's hier was? Mach ich alles kaputt. So, können wir denn hier rein? Ja, wir können hier rein. Und wir können hier rumfriemeln. Ah. D.
Der eine macht hin, der andere. Okay, alles klar, das ist quasi so ein. Ja, wie nennt man das irgendwie? Weichenstell, Rondell? Hm? Ich weiß leider nicht, wie das wirklich heißt. Ja. Also steckt dieser Pharma-Konzern dahinter und wie gesagt, wer ist dieser. Wer ist dieser Typ? Im gelben Mantel. Und ich gehe mal davon aus, dass das ist, der mir die ganze Zeit immer schreibt und mich anruft und sagt. Yeah, what did you do? Hallo. Ich komme aber jetzt nicht dran vorbei. Schön. Aber. Okay. Schieb mal ein bisschen zurück. Dann könnte ich auf das Ding raufspringen. So, dann machen wir mal. Nee, wir machen mal so. Perfekt. Nein, mit dir. Und wie. Nein. Und hoch. Soundkulisse. Moment. Anweisung. Beim Befestigen von Maschinen auf der mobilen Basis bitte größte Sorgfalt walten lassen. Bei den Verriegelungen ist auf die richtige Ausrichtung zu achten, da eine fehlerhafte Verbindung von Ober- und Unterteil zur schweren Verletzung oder sogar zum Tod führen kann. Maschinen. Bohrer stets nach hinten gerichtet zusammenbauen. Ramme stets nach außen gerichtet zusammenbauen. Lager stets nach außen gerichtet zusammenbauen. Okay. Da! Ah, okay, alles klar, das Ding soll also da mal drauf. Ja, das ist ja eine meiner leichtesten Übungen. So, dann würde ich doch mal sagen. Machen wir mal hier erstmal. Machen wir hier erstmal alles auf. Und dann fahren wir unseren Wagen zurück. Ja, was? Wer bist du? Oh Gott, das ist großer. Oh. 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 Okay. Alles klar. Damit haben wir jetzt nochmal einen neuen Gegnertypen. Toll. Große Typen. Hm. So, nein. Stop it. Warte mal, können wir auch nochmal platt machen? Oh, geil. Schön. Das ist natürlich das cool. Das ist cool. Haben wir noch was? So, hier hinten könnte ich mich nochmal ganz kurz umsehen, aber ich würde erstmal den nochmal kurz ein Stück nach vorne schieben. Und ihn denn für die mittlere Halle ausrichten. Damit wir denn den Bohrer, ist der Bohrer? Dann ausrichten können. Kann den hauen. Nice. Sieht ganz gut aus. Wie gesagt, eine meiner leichtesten. So. Oh. Zerquetscht? Ja, hat er. Sehr cool. Ja, das ist ja geil. Okay, scheinbar müssen wir. Oh nein, wir müssen diese Tor durchrammen oder was? Da, wo die scheiße Geräusche herkamen. So, warte mal. Vorher guck ich hier nochmal. But at first, I take a look at this. What?
Okay, hier kann man raufschießen, aber was bringt mir das, wenn ich jetzt hier raufschieße? Kommen wir auch nicht hier hoch, oder? Nee. Nee, bringt mir auch nichts. Ich würde einfach mal blöd raufschießen. Was nicht geht, weil du kannst ja nicht durch diesen Maschendrahtzaun durchschießen. Geht ja nicht. Die Kugeln so groß für. Wenn die Kugeln hängen. So eine Krawatte. So eine Krawatte. So, was haben wir denn hier? Hallenschlüssel. Batterien, Batterien. Bob. Moment. There's no crane to take you over this time. You'll have to ram your way through. Use your head or whatever else you can find. I don't even care. Though I know someone who might. He's waiting at the end of the tracks. Schön, da wo die Ulni ruhig herkommt. Toll. Scheiße. Okay. Bob, nach dem Nüger-Zwischenfall lassen wir die Angestellten der Fabrik nur noch durch die Halle betreten. Womit nun ein zusätzlicher Stopp auf ihrer täglichen Runde anfällt. Verschließen Sie den Eingang zur Halle am Ende jedes Arbeitstages mit dem für Sie hinterlegten Schlüssel. Jeder, der versuchen sollte, sich gewaltsam Zutritt zur Halle zu verschaffen, wird die Konsequenzen zu spüren bekommen. Bill Bird, Verbindungsmann der Regierung. Oh, Regierung ist also auch noch mit drin hier, aber Bill Bird. Das ist der Bird, der Bird, der Bird ist der Bird, das ist der Bird, Bird, Bird. Dann kann man nur die Frage, ist the Bird wirklich the Word? Eine großartige, extrem nervende Folge von, was war das? Von Family Guy. So, und? Ja, nee, geht nicht, oder? Oder brauche ich mehr Anlauf? Ja, das ist ziemlich viel Anlauf jetzt, Freundchen. Oh. Ja, wenn es mal wieder länger dauert. Okay, es hat geklappt. Ich weiß nicht, ob ich darüber wirklich so happy sein sollte. Aber es hat geklappt. So, hier, okay, hier ist Ende. Zugdepot. Ah, okay, wir sind im Zug. Ah, krass, das sieht so krass aus. Da vorne sind Feinde, glaube ich, ne? Ja. Oh, wie? Wa? Aber flink. Echt? For real? Alter. Er hat jetzt aber wirklich mal eine Menge gefressen hier. Because I got no aim. So, okay. Gut, ich weiß, für euch zum Zuschauen ist sowas immer extrem anstrengend, wenn jemand nicht trifft oder ständig halt daneben ballert, aber hey, sorry, so bin ich halt nun mal irgendwie. Und es... so ist es nun mal. Ich hoffe natürlich dadurch, dass ich halt mal als kleine Origin-Story ich bin quasi sehr, sehr lange PlayStation-Spieler gewesen und habe mit dem PC tatsächlich erst so ein halbes Jahr, bevor wir den Kanal angefangen haben, angefangen. Dementsprechend ist natürlich meine Tasten-Maus-Koordination noch so ein bisschen hubbelig. Ja. Ich hoffe natürlich, dass es halt mit der Zeit etwas besser wird. Irgendwie, weil ansonsten... Komm, da ist die Zeit noch für euch zufrieden. Nee, aber es, ich hoffe, ich werde schnell besser, damit es für euch nicht so anstrengend wird. Aber es kann halt natürlich etwas dauern. Aber man merkt halt auch selber, dass man etwas besser wird. Irgendwie.
sagte er und sprang vorhin ins Wasser. Oh, warte mal, hier kommen wir hoch. Hier kommen wir da hoch. Moment. Kommen wir hier nicht hoch? Alter, okay, mal kurz durchatmen hier. Was ist denn los? Sind da nicht hier für undynamische Sprünge hier, mein Freund? Man muss da hochkommen. Oh, what? Vielleicht kommt man aber auch nicht hoch. Kann auch sein. Nee. Kommt man nicht hoch. Kommst nicht hoch. So, tatsächlich nochmal kurz mal einen Blick in die Scherbe werfen. So, schön abgescannt hier. Oh, warte mal. Hier? Was? What? Okay, wie kommt man denn da? Komm ich denn da rein? Über diesen Endpunkt drauf. Ja, aber wie? Oh, warte mal, doch. Könnte. Aber. Hm. Oder auch nicht. Schade. Zettel? Warnung, Betreten des östlichen Tunnels verboten, Todesgefahr. Die Statik ist bestenfalls fragwürdig, ganz zu schweigen von den diversen potenziell gefährlichen wilden Tieren, ach toll, die sich im Laufe der Jahre dort angesiedelt haben. Wir werden vermutlich Jahre brauchen, bis wir diesen Tunnel wieder in Betrieb nehmen können. Bird. The bird is the bird. Da war da drüben. Ah, okay, jetzt kann ich. Da kommt. Alter, ist schon wieder da? Das ist schön, dass ich extra das Ding von da weggeballert habe, ey. Das ist natürlich nicht so clever. Na, sag mal. Mittlerweile auch ganz schön weg hier. Und wir haben. Und die haben jetzt auch diesen Darkness-Schild, ne? Irgendwie ist natürlich. Hm. So, okay, was haben wir hier? Ah, hier kommen wir durch. Hier, kack. So, hier ist Hammer. Okay. Mal rüber. No okay. Dice. No dice. Alles klar, hier brauchen wir anscheinend irgendwie einen Schraubenzieher. Was man, das hat man davon, wenn man ein veraltetes Kraftwerk über seine Kapazität hinaus beansprucht. Kein Wunder, dass ihr ständig Stromausfälle habt. Ich kann den genauen Fehler im Augenblick nicht ausmachen. Ich werde mir jede verdammte Schalttafel einzeln ansehen müssen, falls das Problem nicht dort liegt. Die Erdkabel sein. Da ich keine Möglichkeit habe, ihre genaue Lage zu bestimmen, kann das eine Weile dauern. Carry your Selectric. Hätten die doch nur etwas, womit man die Kabel sehen kann. Fehlt es genauso an Scharfsinn wie dir. Achso. Weißt du was? Ich gebe jetzt nicht mehr. Was? Ich gebe mich jetzt nicht mehr damit ab. Kümmere dich selber drum. Können wir denn nicht die Karte? Ja, na guck mal, das ist die Spiegelscheibe brauchst du, mein Freund. Den kannst du auch sehen, wo deine Kabel gehen, mein Freund. An electrical indicator. Looks like it's not receiving any power. So, aber. So, einer geht hier vorne irgendwie hin, da drüben. Schau mal an.
erstmal. Schauen wir mal nach. Oh nein. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Oh nein. Oh nein. Komm ich hier hoch? Ja, du kommst hoch. Ach du Scheiße, Alter. Das ist so eine klassische Kletternummer, wo man sagt so, Alter, ich schmieg da tausendmal ab. Na, nicht kaputt gehen. So, Lensflare. Was zu naschen? Brauchen wir nicht. Oh, will nicht runterfallen jetzt. Oh Mann! Oh, so ein Penner! So ein Penner! Oh! Oh Mann! Wieso macht denn der sowas? War der Typ im Anzug, oder? Glaube ich, bin ich der Meinung.